Anfang 2015 haben die Mitarbeiter von der Grenzwacht Region 2 vor allem ihre Kollegen im Tessin unterstützt. Doch viele Flüchtlinge haben ihre Route im Verlauf des Jahres geändert und ab Ende Oktober in Schaffhausen einreisen. Wir hatten einen starken Migrationsdruck von Norden her. Das hätte ich selber nie erwartet Anfang des Jahres. Wir hatten Wochen mit Rekordmigrationsströmen. Hier bei uns, in der ganzen Schweiz, war das der Hotspot. Pro Woche sind 200 bis 300 Flüchtlinge gekommen, insgesamt knapp 2'500. Die meisten sind aus Afghanistan oder Syrien. Wir überprüfen zuerst einmal die Identität dieser Leute. Wir nehmen den Fingerabdruck. Wir schauen, ob die irgendwo Dokumente haben, die ein bisschen zeigen, wie die Reiseroute ist. Wir versuchen, die Hintermänner oder Hinterfrauen ausfindig zu machen, den Schlepper, der das ermöglicht. Wir versuchen natürlich auch herauszufinden, ist es ein wirklicher Flüchtling oder ist es ein Trittbrettfahrer, im dümmsten Fall sogar ein Terrorist. Herauszufinden, welche Leute richtige Flüchtlinge sind und welche der Polizei übergeben werden müssen, das ist nicht einfach. Sie müssen wirklich die Person durchsuchen. Es ist teilweise sehr unangenehm, von den Gerüchen her. Es ist teilweise unangenehm, wenn Kinder dabei sind und sie brüllen. Sie brauchen zum Teil Windeln, sie brauchen Nahrungsmittel, um denen zu geben. Aber es ist Knochenarbeit durch Fragen und durch Sachen, die sie auffinden, durch Sachen, die nicht aufgehen, um herauszufinden, da ist etwas nicht ganz in Ordnung. Seit dem Ansturm Ende letzten Jahr sei es ruhig geworden. Man hat sich aber zusammen mit dem Kanton darauf vorbereitet, dass man bis zu 200 Flüchtlinge pro Tag aufnehmen könnte. Im Extremfall können wir dann aber auch auf die Polizei zurückgreifen, die uns dort da unterstützen. Und wenn es dann noch mehr würde eskalieren, würden wir dann sogar allenfalls die Armee beiziehen. Und für so einen Extremfall sollte man parat sein. Falls sich nämlich die Stimmung in Deutschland weiter verschärft, wie sei es gut möglich, dass wieder vermehrt Flüchtlinge in die Schweiz kommen wollen, ist der Kommandant überzeugt.